So, hi Lieben. Nach 100 Jahren gibt's heute Teil 2 meines Instagram Q&As. Ich hatte euch ja dort vor einiger Zeit gefragt, ob ihr ein paar Fragen an mich habt. Und einige davon habe ich eben schon in Teil 1 beantwortet. Das Video werde ich euch irgendwo verlinken. Und ja, heute soll es die restlichen Fragen geben und wir fangen direkt an. Frage Nummer 1. Wenn du nur noch 10 Lebensmittel essen, trinken dürftest, welche wären das? Also, das wären auf jeden Fall Sellerie für meinen Selleriesaft, Gurken für meine Gurkennudeln und dazu passt dann, glaube ich, auch ganz gut Spirulina. Ihr wisst ja, dass ich die beiden Lebensmittel sehr gerne miteinander kombiniere. Dann hätten wir jetzt schon 3. Dann irgendein grünes Blattgemüse, also Grünzeug, einfach um ihren Salat zu machen. Avocados, frische Feigen, Bananen, weil ich einfach ab und zu gerne Smoothies mache, vor allem wenn ich in Deutschland bin. Jetzt haben wir 7. Und wenn ich in den Tropen bin, dann auf jeden Fall noch Mangos, Papayas und Durian. Genau, das wären, glaube ich, so die 10 Lebensmittel, die ich nicht mehr missen möchte. Und die nächste Frage, hast du auch das Gefühl, die Welt erwacht und das kollektive Bewusstsein wird stärker? Ja, habe ich. Also ich glaube, allein dieses Jahr haben sehr viele Menschen damit angefangen, gewisse Dinge zu hinterfragen, kritischer zu denken, nicht mehr alles so ungefiltert anzunehmen, was uns erzählt wird, sondern ja, einfach den eigenen Verstand zu benutzen. Und ich finde, das konnte man schon die letzten Jahre sehr gut beobachten, dass sich was am Bewusstsein der Gesellschaft tut. Aber dieses Jahr setzt dem Ganzen natürlich nochmal sowas von einem drauf. Also ich finde, 2020 zwingt einen schon fast dazu, genauer hinzuschauen und sein Bewusstsein zu erweitern. Und ja, das ist natürlich cool zu sehen und ich hoffe, dass das so weitergeht mit dem zunehmenden Bewusstsein. Wie wichtig findest du grünes Blattgemüse bzw. Wildkräuter? Integrierst du diese auch? Finde ich sehr wichtig. Integriere ich auch jeden Tag in meine Ernährung. Also Blattgemüse und Wildkräuter sind einfach super, um uns mit vielen Nährstoffen zu versorgen, um unseren Mineralienspeicher aufzufüllen. Und vor allem, wenn man in Richtung Rohkost gehen möchte, sollte man wirklich viel, viel Grünzeug essen, damit die Entgiftung nicht zu stark wird. Von daher immer schön Blattgemüse und Wildkräuter futtern. Die nächste Frage finde ich auch ganz interessant. Spürst du manchmal noch Verlangen nach tierischen Lebensmitteln wie Eiern etc.? Nein, also wirklich überhaupt nicht mehr. Man muss bedenken, das letzte Mal, als ich was Tierisches gegessen habe, ist fast 7 Jahre her. Bei Fleisch sogar fast 8 Jahre. Und dementsprechend sind tierische Lebensmittel einfach überhaupt kein Thema mehr für mich. Also das ist sowas von raus aus meinem Kopf und aus meinem Leben. Und ja, ich bin einfach mit der Ernährung, die ich jetzt habe, super zufrieden. Und frisches Obst, frisches Gemüse ist das, womit ich mich am allerbesten fühle und was mir mittlerweile auch am besten schmeckt. Und deswegen bleibe ich gerne bei der Ernährung, die ich jetzt habe. Frage Nummer 5. Wie viel Fett isst du? Im Vergleich zu einer konventionellen Ernährung nicht viel. Ich ernähre mich ja kohlenhydratreich und fettarm. Und ich würde sagen, nicht mehr als 15% meiner täglichen Kalorienzufuhr stellt Fett dar. Meistens sind sogar eher 10%. Und ja, ich fühle mich mit dieser Fettmenge, mit diesem Fettgehalt so viel besser als mit der offiziellen Empfehlung von 30%. Also ich habe damit viel mehr Energie, die Haut ist besser, die Verdauung ist besser, die Gedanken sind klarer und genau. Vielleicht noch, was meine liebste Fettquelle sind. Das sind natürlich Avocados. Wie weit willst du beruflich gehen? Wie weit bist du mit dem Studium? Ich weiß nicht ganz, ob du mit Studium meine Ernährungsberaterausbildung meinst, aber mit der bin ich jetzt fertig. Die habe ich im Sommer abgeschlossen und werde dazu auch noch ein Video machen. Das ist die Ausbildung von deiner Ernährung. Da könnt ihr auch gerne mal in meine Infobox schauen. Die habe ich euch dort verlinkt.
Und ja, beruflich werde ich dann Menschen auf ihrem Weg zu einer gesunden Ernährung, zu einem gesunden Leben begleiten in Form von Coachings und Beratungen. Weiterhin möchte ich natürlich Videos für euch produzieren, Online-Produkte erstellen und hoffentlich auch irgendwann mal ein Retreat geben. Also das wäre auch noch ein großer Wunsch von mir, aber da muss man dann halt schauen, wann sowas wieder ohne Einschränkungen möglich sein wird. Nächste Frage: Überisst du dich auch mal und hast du nach dem Essen ein Foodbaby bzw. einen Blähbauch? Ja, also es ist ja normal, dass der Bauch nach dem Essen ein bisschen runder ist, weil sich Essen darin befindet. Aber wenn man jetzt so einen krassen Blähbauch hat mit extremen Schmerzen und Unwohlsein, dann stimmt natürlich etwas nicht. Das kann dann an der Lebensmittelkombination, an der Lebensmittelreihenfolge liegen oder halt daran, dass man sich überfressen hat. Und das habe ich eigentlich gar nicht mehr. Also ich höre schon mit dem Essen auf, wenn ich satt bin, aber diese Fressattacken und dieses mehr Essen, als man eigentlich braucht, das kenne ich sehr gut von früher. Und dazu passt dann die nächste Frage sehr gut, und zwar, ob ich Tipps gegen Fressattacken, Heißhunger und emotionales Essen habe. Und da kann ich auf jeden Fall empfehlen, seine Ernährung in Richtung vollwertig pflanzlich umzustellen, wenn man es noch nicht tut. Also wirklich viel Grünzeug essen und auch kohlenhydratreiche Lebensmittel wie Früchte, Süßkartoffeln, Hirse, um seinen Körper mit Nährstoffen und Energie zu versorgen. Denn ganz häufig entstehen diese Fressattacken und der Heißhunger dadurch, dass man genau das seinem Körper nicht gibt. Man isst und isst und isst und der Körper wartet irgendwie darauf, Nährstoffe zu bekommen. Aber genau das befindet sich halt nicht in Junkfood und Industrieprodukten. Also das sind quasi leere Kalorien und damit kann der Körper nichts anfangen. Und um diesen Übergang von einer ungesunden zu einer gesunden Ernährung zu machen, muss man ja nicht von heute auf morgen alles streichen. Also es gibt ja mittlerweile so viele Alternativen zu herkömmlicher Schokolade, Chips und so weiter, die vegan sind, die gute Inhaltsstoffe haben, und darauf kann man dann erstmal zurückgreifen. Die werden einem auf jeden Fall helfen bei Gelüsten und Heißhunger. Und wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr auch, dass ich ein absoluter Fan von Darmreinigungen bin, vor allem eben bei Fressattacken und Heißhunger, weil Darmreinigungen dein Darmmilieu zum Positiven verändern werden. Und man sagt ja, dass der Darm direkt mit unserem Gehirn verbunden ist. Manche sagen sogar, dass unser Darm unser erstes Gehirn ist. Und wenn dein Darm sauber und gesund ist, dann hast du kein Verlangen mehr danach, ihm ungesundes Zeug zu geben. Und was bei dem ganzen Thema natürlich auch super wichtig ist, besonders im Hinblick aufs emotionale Essen, ist mal in sich selbst hineinzulauschen und herauszufinden, ob es vielleicht einen viel tiefer liegenden Grund für die Fressattacken, für den Heißhunger, fürs emotionale Essen gibt. Hast du in der Vergangenheit Dinge erlebt, die traumatisch für dich waren und die du jetzt versuchst, durchs Essen zu unterdrücken? Oder möchtest du gewisse Emotionen nicht hochkommen lassen, aus welchen Gründen auch immer? Also da gibt es ja die verschiedensten Ursachen, warum man Essen als Flucht benutzt, und das ist eben ganz wichtig, dass man für sich herausfindet, was der eigene persönliche Grund dafür ist, denn nur so kann man letztendlich heilen. Und einige Tools, die einem dabei helfen können, sind Meditation, Zeit in der Natur zu verbringen, seine Emotionen und Gedanken mal aufzuschreiben oder rauszuschreien, mit anderen Menschen darüber zu reden. Also da muss wirklich jeder für sich selbst schauen, was einem dabei hilft. Aber ja, das wären so einige Tipps von mir. So, wir kommen langsam zum Schluss. Ich habe hier noch zwei Fragen stehen. Und eine davon ist, ob ich öfter meditiere. Ich meditiere immer mal wieder, aber leider habe ich es bis jetzt noch nicht geschafft, wirklich jeden Tag konsequent über einen längeren Zeitraum zu meditieren. Also ich würde gerne regelmäßiger meditieren, als ich es momentan tue. Aber andererseits denke ich mir auch, dass man sich vor allem bei sowas wie Meditation zu nichts zwingen oder verpflichten sollte.
Also das sollte irgendwie auf natürliche Weise kommen. Und ja, vielleicht bin ich ja irgendwann an einem Punkt, an dem ich einfach so jeden Tag meditiere. Aber wenn ich dann mal meditiere, dann fühlt es sich auf jeden Fall immer sehr, sehr gut an. Und die letzte Frage, wie sieht deine Zukunft aus? Ich muss ehrlich sagen, ich habe eigentlich schon vor ein paar Jahren damit aufgehört, großartig Pläne für meine Zukunft zu machen, weil sie unberechenbar ist. Und es hat sich ja vor allem dieses Jahr nochmal sehr stark gezeigt. Deswegen versuche ich halt, so gut es geht, in der Gegenwart zu leben. Aber natürlich habe ich Ziele, die ich noch erreichen möchte und eine grobe Vorstellung davon, wo ich in einigen Jahren stehen möchte. Und eine Sache, die ich euch schon öfter erzählt habe, ist halt in einem warmen Land zu leben, mit viel Sonne, mit gutem Obst, mit gutem Gemüse und dass man das halt auch größtenteils selbst anbaut. Damit man einfach nicht so abhängig ist von den Supermärkten und vom System allgemein. Ich glaube, das ist, wenn man sich die aktuelle Lage anschaut, gar nicht mal so eine schlechte Idee. Und ja, die anderen Dinge, die ich noch so vorhabe, verrate ich euch erstmal noch nicht, damit es auch weiterhin spannend für euch bleibt. Okay, ihr Lieben, das waren die Fragen, die ich von euch auf Instagram gestellt bekommen habe. Ich werde zukünftig noch mehr von solchen Q&A-Videos machen. Deswegen folgt mir gerne auf Instagram, damit ihr das dann auch mitbekommt und mir eure Fragen stellen könnt. Und genau, dann wünsche ich euch jetzt erstmal noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!